Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Regler eingebaut und den UBC-Regler für die Stromversorgung und haben jetzt ein Problem, dass das Fahrzeug hier mit einer Panzersteuerung ausgestattet ist. So, machen wir hier weiter. Bei dem Modell ist es nicht ganz so schlimm, weil ich ja nur vorwärts und rückwärts fahren muss. Das heißt, ich habe ja hier wirklich jede Hand für eine Funktion frei. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich habe hier eine Raupe zum Beispiel, dann möchte ich natürlich mehrere Funktionen gleichzeitig fahren. Das heißt, ich will fahren, Schild heben und senken und vielleicht noch tilten, also links und rechts schwenken, dann brauche ich hier schon mehr. Wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier auf diesen und müsste jetzt parallel auf der einen Seite noch Schild heben, senken, auf der anderen Seite noch Schild drehen, dann kriege ich irgendwann Knoten in die Finger. Und ich habe das Problem auch hier, dass eine Kette oft ein bisschen langsamer anläuft und das Modell sich immer erstmal ein bisschen verdreht. Ja? Das heißt, was möchte ich haben? Ich möchte auf einer Seite fahren und lenken, also sprich vorwärts, rückwärts, links und rechts soll die Kette fahren. Und auf der anderen Seite habe ich komplett meine Funktion. Da kann ich Schild heben, senken, Schild kippen oder eben auch, wenn ihr einen Delta-Lader habt oder einen Kettenlader, also sprich einen Radlader mit Ketten, auch hier ist es natürlich einfacher zu sagen, ich fahre hier einfach vorwärts, rückwärts, links und rechts. Und auf der anderen Seite habe ich immer Schaufel, Heben, Senken, Ausleeren und so weiter. Ja? Und dadurch kann ich das ganze Modell natürlich viel, viel schöner fahren. Das andere ist es, ich habe für meinen Junior mal ein Kettenfahrzeug gebaut und der kam mit diesen Fernbedienungen nicht klar. Klar, 5 Jahre, kleine Hände, Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen so eine Fernbedienung her. Und mit sowas kann ich auch ein Kettenfahrzeug fahren. Also tatsächlich kann ich dieses hier auch mit denen hier fahren. Aber wenn ich das jetzt in dieser Konfiguration mache, hätte ich ja hier Kette 1 vorwärts rückwärts und hier die Kette 2 vorwärts rückwärts. Und jetzt hier, ich sage jetzt mal, richtig zu fahren, ja, da muss ich mir erst dran gewöhnen. Ja, das ist ein Kunststück, aber das Ganze ist furchtbar einfach zu lösen. Das heißt, heute geht's um den Kettenmischer. Der Kettenmischer macht einfach bei 1, der mischt die beiden Ketten zusammen, damit ich sie mit einem Joystick vor, zurück und links und rechts einfach fahren kann. Super einfach, wie genial und macht genau das, was es soll. So schaut das schöne Ding aus und hier ist auch alles schön beschriftet. Ich hoffe, man kann es lesen mit der Spiegelung. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite Lenkung und Gas. Und auf der anderen Seite hier Regler 1 und Regler 2. Das Ganze schließen wir jetzt einmal an und wir müssen mal gucken, wir wollen das Ganze hier haben. Das heißt, wir haben hier den Kanal 3, der bleibt fürs Fahren und Kanal 4 ist Lenken. So, es ist ein bisschen tricky und deswegen zeige ich euch das auch, wie wir das Ganze jetzt machen. Wir machen einmal das Modell aus, so, damit nichts passiert. Ja. So, ich habe hier meine 2 Fahrregler. Ich habe hier einmal Gas, war Kanal 3. Und einmal Lenken, das ist dann Kanal 4. Was, 4? Ja, einmal Lenken, Kanal 4. So, das heißt, der Regler weiß, auf Kanal 3, was passiert, will ich, dass beide Gas geben, vorwärts wie rückwärts. Und auf dem anderen will ich, dass du einmal nach links fährst und einmal nach rechts. Und jetzt kommt eigentlich nur die einzige Problematik oder die einzige Schwierigkeit, die wir haben. Wo ist links und wo ist rechts? Und da hier, ich habe mir das schon oft überlegt, ich mache das tatsächlich, ich stecke es ein, probiere es aus, stecke es um. So, ist das Einfachste. Heißt, wir stecken das jetzt hier einmal an und testen es gleich mal. Modell ein. Einmal das Piepsen abwarten, das hat sich natürlich nicht verändert. Und jetzt da will der Kettenmischer aber eingelernt werden. Der will einmal den Nullpunkt wissen. Und das zweite, was er wissen will, ist, wie stark er die Ketten zueinander abbremst. So, das heißt, wir haben hier ein kleines Potty drauf und wir haben hier einen Nullpunkterkenner. Dieses Potty kann ich ganz nach links drehen, also gegen den Uhrzeigersinn. Dann ist es so, dass wenn ich einlenke, die Ketten richtig gegeneinander arbeiten.
dann ist es das am höchsten eingestellt, der Gegenlauf. Ich kann es aber auch mit dem Uhrzeigersinn ganz einmal rumdrehen. Dann wäre ich bei 20% ist es, glaube ich. Das ist das Maximum, was ich hier schalten kann. 20 bis 100, genau. Dann ist es so, dass die andere nur abgebremst wird, aber nicht direkt volle Möhre gegenläuft. Ja? Ich will bei so einem Modell und auch bei den anderen, dass wenn ich einlenke, dann soll der 100-100 laufen. Dann soll er sich technisch gesehen auch wirklich auf der Stelle drehen können. Ja? Ich will da jetzt nicht umdenken, weil er würde sonst immer noch eine Kurve fahren. Also heißt, ich drehe es einmal ganz nach links. Und dann lerne ich hier diesen Nullpunkt ein. Das heißt, ich drücke hier einmal, er blinkt dreimal. Thema Nullpunkterkennung geändert. Wenn ihr hier das Potty verändert, das müsst ihr übrigens nur einmal machen. Danach nie wieder. Wenn ihr Modell an- und ausmacht, ist überhaupt wurscht. Der muss das nur einmal wissen, wo der Nullpunkt ist. Wenn ihr am Potty was ändert, dann müsst ihr das nochmal neu einlernen. Denn diese Abfrage von diesem Potty passiert nur dann, wenn ihr auf diesen Knopf drückt. Das heißt, wenn ich jetzt was ändere, ist die Änderung erst wirksam, wenn ich wieder diese Nullpunkterkennung mache. Okay, das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt hier rumdrehen, wie ihr wollt. Es wird sich nichts verändern, solange ich den Nullpunkt nicht neu einlerne. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf 100% rumgedreht. Das ist einmal gegen den Uhrzeigersinn, bis es zum Anschlag. Habe dann da hier drauf gedrückt, kann ich auch nochmal machen. Und den Nullpunkt eingelernt. Er blinkt dreimal. Und jetzt brauche ich auch nichts mehr machen. Das heißt, ich habe ja einmal die Nullpunkterkennung vom Kettenmischer eingelernt. Und die Regler machen das sowieso automatisch beim Modell einschalten. Hier brauche ich nichts mehr machen. Also ich muss das nicht jedes Mal tun, sondern ich mache das einmal beim Zusammenbauen. Oh, hier ist die Kette locker. Hoffentlich reißt die nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt alles auf den linken Joystick gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann fahren beide nach vorne. Und wenn ich hier rinne, fahren beide nach hinten. Und wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann sollte die hier nach vorne laufen. Und die hier nach hinten. Genau. Und in die andere Richtung genau das gleiche. So. Was hier jetzt das Schöne ist, das heißt, ich kann jetzt hier auch einen Bogen fahren. Das heißt, wenn ich mache jetzt mal das Modell aus, weil das relativ laut ist und ich weiß nicht, ob ihr mich dann hört. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, fahren ja beide nach vorne. Wenn ich jetzt hier nach links gehe und bin immer noch ganz vorne, dann bremst er die eine Kette ab, während die anderen auf Vollgas weiterläuft. Und dadurch kann ich auch einfach eine Kurve fahren. Das heißt, ich habe nicht dieses zack, 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 eckige. Ich fahre hier nicht irgendwie so einen Eckig-Kurs, weil ich hier mit zwei Joysticks das irgendwie auspendeln muss, sondern ich fahre hier einfach nach vorne, gehe hier links rüber oder gehe im langsamen Fahrt mit links rüber und je nachdem, wie ich da lenke, fährt auch das Kettenmodell einfach eine Kurve. Und genau dafür ist dieser Kettenmischer da, um diese Funktionen so zu steuern. Ich zeige euch das mal. Jetzt fahre ich dann wahrscheinlich eh alles über den Haufen. So. Sieht man den Joystick auch noch? Hier. Also, das heißt, ich kann jetzt hier einschalten. So. Wunderbar. Und jetzt kann ich hier einfach nach rechts drehen oder eben nach links drehen. So. Jetzt reißen wir alles raus. Die Ketten sind relativ griffig tatsächlich. Aber ich kann eben auf der Stelle drehen und ich kann hier ganz easy einfach vorwärts und rückwärts fahren. Und genau das macht der Kettenmischer. Wie gesagt, überhaupt kein Hexenwerk, wird einfach nur dazwischen geklemmt, kann ich jederzeit nachträglich einbauen, wenn ich merke, okay, ich komme mit der Steuerung nicht klar, ich möchte es irgendwie anders haben oder. Ja? So. Das war soweit der Kettenmischer. Das heißt, wir haben jetzt die Fahrregler drin, wir haben den BEC-Regler drin und wir haben einen Kettenmischer drin. Das war erstmal der Punkt. Was ich natürlich machen kann, ich kann hier auch andere Funktionen natürlich zusammen mischen. Da ist wirklich eher dann Try and Error, was mache ich hier. Bei mir hat es jetzt von den Ausrichtungen her schon mal super funktioniert. Was wäre, wenn es jetzt falsch rum wäre? Wir können es einmal schnell umstecken. Wie gesagt, wenn die Ausrichtung jetzt zum Beispiel andersrum wäre, weil ich jetzt das nicht irgendwie gerade durch Zufall schon richtig gemacht hätte. Passt übrigens auch hier auf die Polung, die ist einmal schwarz oben, einmal unten. Schauen wir mal. Es geht noch. Okay, also er lenkt jetzt falsch rum. Das ist jetzt der Punkt. Also das heißt, durch das, dass ich es jetzt falsch rum angesteckt habe, fährt er richtig. Aber er lenkt falsch. Das heißt, wenn ich jetzt nach links lenke, fährt er nach rechts. So, heißt für euch,
Fahrrichtung richtig, Lenkrichtung einfach nur verdreht, muss ich hier einmal die Dinger hier tauschen. Wenn die Fahrrichtung falsch ist, dann muss ich den Kanal einfach umpolen in der Fernbedienung oder hier die Pole umlöten, was ich jetzt nicht machen will, sondern in der Fernbedienung auf Reverse stellen, also auf rückwärts oder beziehungsweise auf umgekehrt und dann nochmal probieren. Ja, ist also, wie gesagt, bei mir hat es jetzt interessanterweise gleich gepasst. Normalerweise ist es auch so, dass ich es erstmal anstecke, weil ich es ja auch jetzt nicht beschriftet habe. Ich stecke das an und dann lenkt er erstmal falsch oder fährt erstmal in die falsche Richtung. Dann muss ich das halt einmal umstellen. Es ist aber alles einfach nur eine Einstellungssache. Wenn ihr hier was umstellt, bitte noch einmal hier die Nullpunkterkennung dann machen, dass das wieder passt. Und genau, dann funktioniert das alles ganz einwandfrei. Das war's soweit zum Kettenmischer. Das heißt, das Modell an sich ist jetzt schon mal voll und ganz fahrbar. Wir können damit schon mal auf den Parcours eigentlich gehen.